Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Himmel to Go, dem regionalen Erntedank-Online-Gottesdienst. Haben Sie gut investiert? Der dümmste Bauer erntet die dicksten Kartoffeln. Vielleicht entlastet das. Ja, wir machen auch die Erfahrung, es ist ja gar nicht alles planbar. Wer einen Garten hat, da haben wir unser Pflanzbeet. Wir haben es schön angelegt, im Frühjahr gesät, gearbeitet, den Sommer über, die Trockenheit, die Nässe mit ihnen gekämpft. Und manchmal stellen wir dann einfach fest, am nächsten Morgen, da war eine Wühlmaus. Hinfällig ist all die Arbeit, unser kleines Pflanzglück zerstört, ehe es Frucht bringen konnte. Wie geht es erst den Landwirten, die ihre Ernte durch Hitze und Dürre, Brand oder Sturm, übermäßige Nässe und Hagelschlag oder eine Schädlingsplage einbüßen? All den modernen Produktionsmethoden zum Trotz, der Ertrag einer Aussaat lässt sich auch heute nicht mit Sicherheit vorhersagen. Und der Großteil der Menschheit hat nicht diese Möglichkeiten, wie wir in Deutschland, sich im Geflecht der internationalen Handelsbeziehungen und Abhängigkeiten vergleichsweise günstig Ersatz zu beschaffen. In vielen Teilen der Welt sterben Menschen infolge von Missernten und Mangelernährung den Hungertod. Kinder, Erwachsene, alte Menschen. Der Einsatz von Waffen zur Unterbrechung wichtiger Lieferketten bei der Nahrungsmittelversorgung steht uns als Mittel der Kriegsführung unmittelbar vor Augen. Man denke an das ukrainische Getreide. Was heißt da gut investiert? Darum geht es in diesem Online-Gottesdienst auf den Punkt. Der dümmste Bauer erntet die dicksten Kartoffeln. Aus diesem Satz spricht Neid. Wie der sich anstellt, wie der das macht, der ist doch faul. Schau mal, wie bei dem das Unkraut im Garten sprießt. Es wäre doch viel besser, wenn der das so macht wie ich. Aber am Ende sind bei mir die Wühlmäuse und nicht bei dem. Hängen wir manchmal vielleicht einfach falschen Idealen an
und es fällt uns schwer, das einzusehen, hören wir auf das Gleichnis vom reichen Kornbauern, wie es Jesus einmal den Menschen erzählt hat. Einer aus der Volksmenge sagte zu Jesus: Lehrer, sag doch meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Aber Jesus antwortete: Guter Mann, wer hat mich zum Richter oder Vermittler in eurem Erbstreit gemacht? Dann sagte Jesus zu allen: Gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier, denn auch wenn jemand im Überfluss lebt, so hängt sein Leben nicht von seinem Besitz ab. Und dazu erzählt Jesus noch ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Grundbesitzers brachten eine besonders gute Ernte. Da überlegte er: Was soll ich tun? Ich habe nicht genug Platz, um meine Ernte zu lagern. Schließlich sagt er sich: So will ich es machen. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort werde ich dann das ganze Getreide und alle meine Vorräte lagern. Dann kann ich mir sagen: Nun hast du riesige Vorräte, die für viele Jahre reichen. Gönn dir Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Aber Gott sagte zu ihm: Du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann das, was du angesammelt hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze anhäuft, aber bei Gott nichts besitzt, endet Jesus das Gleichnis. Da hat man die Ernte seines Lebens eingefahren und plötzlich ein Problem. Wohin damit? Scheunen sind vorhanden, gewiss. Vorratshaltung, das kennt man, die wurde immer betrieben. Das kritisiert Jesus nicht. Er kritisiert das Anlegen von Vorräten, die weit, weit über die nächste Erntezeit hinausgehen. Er kritisiert das Ausbrechen aus einem natürlichen Kreislauf von Empfangen, Nehmen und Weitergeben. Wenn die Ernte dieses Jahr so groß ist, was könnte das heißen? Was könnte das bedeuten für mich, wenn die Kürbisse so dick sind und die Äpfel so viele? Wozu? Wofür? Alles meins? Wir hatten zu Hause keinen so großen Garten, später gar keinen mehr. Meine Mutter freute sich immer, wenn eine ältere Frau aus dem Dorf anrief und sagte: Sie können wieder vorbeikommen und sich einen Kürbis holen. Und zum Geburtstag meines Vaters im November gab es dann Kürbissuppe. Die alte Frau lebte alleine. Ihr Mann war früh gestorben. Die Stallungen und Scheunen, durch die hindurch man in ihren Garten ging, sie waren längst leer. Da wäre viel Platz gewesen. Die Frau lebte alleine. Aber nicht für sich. Andere Menschen, Freunde, deren Kindern sie Großmutter gewesen war, gingen bei ihr ein und aus. Wenn sie bei ihr in den Hof traten, riefen sie: Huhu! Und sie rief: Huhu! Dann kam sie raus aus der Küche in den Hof. Der reiche Kornbauer scheint auch alleine zu leben, aber für sich. Er denkt nur an sich. Ob jemals jemand zu ihm kam und Huhu rief? Worauf wird er verzichten müssen? Und verfehlt er nicht sein Leben mit all dem, was ihm gegeben ist und was er nur auf sich bezieht? Er nimmt die reiche Ernte nur zum Anlass, größer und noch berechnender zu denken. Er vergisst völlig den Moment,
seine Umwelt, all die anderen Menschen und die Unberechenbarkeit von Zukunft und von Gegenwart. Was ihm in diesem Jahr vergönnt war, es blieb anderen Menschen vorenthalten, wenn er es weggesperrt hat. Wie wird es ihm in der Zukunft ergehen? Ist diese Ernte nicht nur Teil von etwas viel Größerem, das ihn übersteigt? Wird er überhaupt die Hände in den Schoß legen und es gut sein lassen können und den Tag genießen können? Was ist mit der Unmittelbarkeit des Genusses? Ich gehe durch den Garten, ich sehe einen schönen Apfel, der mich anlacht mit seinen roten Backen, ich pflücke ihn und beiße hinein. Früher, als man noch nicht zu jeder Jahreszeit im Supermarkt feste, knackige, polierte, in Plastik eingeschweißte Äpfel kaufen konnte, da merkte man, je später der Winter und je schrumpeliger die Äpfel von der letzten Ernte im Keller, dass es wieder Zeit war, dass der Kreislauf von Neuem beginne. Säen und auf die Saat schauen und ernten und auf die Ernte schauen, empfangen, nehmen und weitergeben. Und danken für die Gaben. Seine Dankbarkeit für die Ernte zeigen. Erntedank, wo ich nicht alles für mich mache und auf mich beziehe, da öffnet sich ein Fenster zum Himmel. Wir wissen, dass schon die Pflanzen in der Erde wie in einem Geflecht miteinander kommunizieren. Und wenn sie nicht in die Tiefe wachsen, so wachsen sie in den Himmel. So sollen wir ihren Ertrag auch weiter gebrauchen und nicht durch organisiertes Wegsperren in große Silos die Frucht der Saat bis auf den Sankt-Nimmerleins-Tag der Welt vorenthalten. Arm, und er sei noch so reich, der dieses nicht beherzige. Wenn ich wahrnehme, wie erntende Menschen diese Bodenständigkeit und diese Zugewandtheit zum Himmel leben, dann, ja, dann geht mir das Herz auf. Dann spüre ich, Jesus hat recht. Das ist richtiger, echter und menschlicher, als alles bei mir zu lassen. Und deshalb bringen wir zum Erntedankfest all die dicken Kartoffeln und Kürbisse, Äpfel und Tomaten und was sonst noch so in unseren Gärten wächst, zu Gott an den Altar und machen uns damit deutlich, aus welchem Reichtum, welchem großen Reichtum wir alle gemeinsam leben dürfen und wie viel ein jeder dazu beitragen kann. Amen. Deine Boten sein, Herr.
Lasst uns gemeinsam beten. Gott, wir danken dir für alle Gaben, für alles, was wir haben. Lass uns nicht horten, was wir teilen können. Das macht auf Dauer keinen Sinn. Am Ende werfen wir weg, was dem anderen hätte helfen können. Und auch auf kurze Sicht hat es Folgen. Wir wundern uns, warum man uns Dinge vorenthält, die für uns eigentlich selbstverständlich sind, bereichernd oder tröstend wären. Aber das hängt alles zusammen. Deshalb schenke uns die Gabe der Großherzigkeit. Richte unseren Blick auf das, was anderen Menschen Freude macht, was sie näher an dich bringt und an dein Himmelreich und uns auch. Lass uns einander satt machen. Alles, was uns persönlich am Herzen liegt, legen wir in das Gebet, das du uns durch Jesus gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zum Schluss, wie immer, unser Infoteil, aber zuallererst möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Vielen Dank zunächst einmal an meinen Kollegen, Pfarrer Clemens Dittberner aus Theiernbach, für seine Predigt. Vielen Dank an unser Musikteam und an Leo Böttger sowie Yannick Ohr für die Produktion dieses Videos. Bedanken möchte ich mich auch bei euch allen, die Woche für Woche diese Online-Gottesdienste mitfeiern und uns damit motivieren, weiterzumachen. Auch weiterhin wollen wir natürlich Online-Gottesdienste auf diesem Kanal bereitstellen, aus den Gemeinden in dieser Region. Um diese technisch produzieren zu können, sind wir auf eure Unterstützung angewiesen. Für Spenden benutzt bitte die Kontoverbindung der Kirchengemeinde. Siehe unten in der Videobeschreibung bitte bei der Überweisung das Stichwort Online-Gottesdienste nicht vergessen. Oder einfach den eingeblendeten QR-Code einscannen und dann eine Online-Spende machen. Vielen Dank für alles, was ihr geben könnt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.